Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS17 aus Stappenbach in Oberfranken. Und ich weiß, ich wollte eigentlich keine Folge mehr bringen, in der ich jetzt Milch verkaufe, aber wir haben einfach so viel, dass ich einfach jetzt hier die Milch mit euch nochmal eine Folge verkaufen muss. Es tut mir leid, Leute, ich weiß, es ist blöd. Aber ich würde diese Folge gerne für eine Frage an euch nutzen. Und ich stelle die Frage extra mal am Anfang der Folge, damit das Ganze nicht später noch untergeht. Und zwar, mich würde gerne mal interessieren, welche Folgen von den mittlerweile fast 400 oder woran könnt ihr euch in der Stappenbach erinnern? Was ist eure Lieblingsszene? Was sind eure Lieblingsfolgen? Was kommt da vielleicht vor? Ich würde gerne mal sammeln. Und das Ganze auch mit dem Hintergrund einer vielleicht Best-of-Folge. Und wie gesagt, dazu brauche ich eure Hilfe. Es sind mittlerweile über 400 Folgen. Es sind auch mehrere Dutzend Livestreams. Und es wäre einfach saugenial, wenn ich von euch da mal erfahren könnte, was für euch die Lieblingsfolge von euch ist oder was für euch die beste Szene war. Oder die kann witzig sein, die kann ernst gemeint sein, die kann lustig sein, das kann sein, dass es da um ein Fahrzeug geht, das ist vollkommen irrelevant, um was es da gerade geht. Mich würde halt mal interessieren, was ihr so empfunden habt, was für euch das Spannendste war, und schreibt am besten die Folge drunter, in die Kommentare unten rein, die Folge und am besten Fall auch noch die Minute, wo es drin war. Das wäre ganz cool. Und tut euch und mir bitte einen Gefallen. Schaut selber oder behaltet selber im Auge, wer schon was geschrieben hat. Schreibt bitte nicht 30 Mal die gleiche Szene vielleicht rein, weil 30 Leute die cool finden. Dann liked es einfach. Wenn ihr eine Szene habt, wo ihr sagt, die ist saugeil, liked es. Haut einen Like-Button unter dem Kommentar. Ne, könnt ihr ja auch liken, den Kommentar. Macht das. Das wäre saugeil. Das würde mich echt interessieren. Weil ich bin am Überlegen, ob ich eine kleine Best-of-Folge mache. Wie gesagt, das kann ich nicht ohne eure Hilfe. Bei der Menge, ich weiß auch nicht mehr, wann, was, wie, wo war. Und, jetzt wollte ich gerade mit einem anderen Thema mittendrin anfangen. Das wäre echt cool von euch, wenn ihr mir da ein bisschen Unterstützung geben könntet, dass wir dieses Projekt vielleicht einem würdigen Abschluss entgegenbringen können dann. Weil, ne, wie gestern schon gesagt, das Stadtbau-Projekt ist mein bis jetzt größtes und mein bis jetzt beliebtestes Projekt, auch bei mir selbst. Ne, ich meine, sind wir mal ehrlich, egal wie gut die Stappenbach bei euch ankommt oder angekommen wäre, ne, wenn mir das Projekt nicht mehr gefallen hätte, hätte ich es nicht weitergemacht. Ich spiele nur Sachen, wo ich Bock drauf habe. Und ihr seid diejenigen, die halt den Support dafür geben. Klar, ihr seid auch mit dafür verantwortlich, dass Projekte länger laufen als andere. Ne, durch euren Support, durch euer Engagement. Und deswegen an dieser Stelle auch nochmal ein riesengroßes Dank an euch. Ne, das kann man eigentlich könnte man das in jeder Folge sagen. Weil ohne euch als Community würde es in der Form des Stappenbach Let's Play wahrscheinlich gar nicht mehr geben. Ne, erstmal durch euch, durch euren Support, durch euer Mitwirken und in zweiter Linie natürlich auch durch den Support, den ich von der LS Mod Company erhalte, was alles mit der Stadtmacht zu tun hat, was auch andere Sachen angeht. Ich denke da nur mal an die Modliste von Ralf, wo, Ralf, wenn du das hier siehst, wo ich mich sehr darüber freuen würde, wenn du dann vielleicht im 19er, wenn dann mal eine Map ist, die wirklich spielenswert ist, wenn du das Ganze da fortführen könntest, da wäre ich dir sehr dankbar, weil ich finde es eine sau geile Sache und saugeil, dass du es gemacht hast. Für dich doppelt Daumen hoch. Ne, Leute, ihr könnt ja auch gerne nochmal in die Kommentare noch einen Hashtag Danke Ralf hauen, unabhängig von eurer Frage, unabhängig von der Frage davor. Es wäre saugeil. Also, ich habe selten, jetzt unabhängig von einem Spiel, aber ich habe selten allgemein so einen Support und so eine Unterstützung in Sachen erlebt. Sei es von euch oder sei es halt von Seiten der LS Mod Company allgemein. Ne, ich denke da auch an Eribus, der mir, also Forgotten Planes, der mir so ein paar Sachen auch noch gegeben hat oder
mir geholfen hat und halt alles auch so, dass ihr es nutzen könnt. Ich finde es einfach saugeil. Und ich weiß, die letzten Folgen sind immer mal wieder, oder sind die meisten, sind jetzt irgendwelche Dankesfolgen. Aber Leute, sind wir mal ehrlich. Man muss es einfach ansprechen. Man kann es nicht oft genug sagen. Das ist nicht selbstverständlich. Auch der Support, den ich oder den auch ja, meine Moderatoren oder alles euch gegenüberbringen, das ist nicht selbstverständlich. Ne, da gibt's, oder ich kenne viele YouTuber in meinem Größenbereich. Ich sage jetzt extra mal meinen Größenbereich. Von größeren oder kleineren ist jetzt egal. Aber es gibt kaum YouTuber, die wirklich so mit der Community umgehen, so drauf eingehen, sich mit der beschäftigen, mit denen in Livestreams auf Fragen eingehen und sowas alles. Und ich finde, da gehört es einfach mal, dass man euch auch mal Danke sagt. Ne? Und jetzt habe ich auch ein bisschen viel gequatscht, was das angeht. Ich nutze die Zeit gerade in der Zeit, wo er hier die 65.000 Liter Milch verkauft. Für 46.000 Euro, okay. Ich fahre übrigens jetzt zu Agravis, weil die Bay war schon kaum noch Milch mehr an. Vom Preis her, ne? So, und das andere Thema. Ich muss mich bei euch entschuldigen. Ich muss mich bei euch für die gestrige Folge entschuldigen. Ich habe euch gestern in der Folge, habe ich ja den Jahrestag des Todes von Hans-Peter gewidmet. Und mir ist ein großer Fehler unterlaufen. Ich stand am falschen Grab. Ich möchte mich an dieser Stelle bei der gesamten Community dafür entschuldigen und möchte mich bei euch bedanken, dass ihr mich darauf hingewiesen habt, dass ich am falschen Grab stand. Es wäre eins daneben gewesen, es wäre das rechte Grab gewesen. Ich stand am falschen Grab. An dieser Stelle möchte ich mich dafür bei euch und bei HP dafür entschuldigen. Bevor das untergeht, möchte ich das nochmal erwähnen. So. Und ich hatte gestern noch einen Kommentar von unserem HP Wolf. Na, ich meine, ist ja mein Bro, mein Erstnachbarino, wie ich ihn so schön nenne. Grüß geht raus an dich. Und er hat was im Kommentar unter dem letzten Stadtmach-Video geschrieben. Ich habe es auch angepinnt. Er wäre sehr, sehr gerne beim nächsten Projekt auch wieder mit dabei, was den Einzug, was das Wohnen angeht. Und warte mal, ich mach den mal aus. Ich kann euch jetzt schon mal versichern, egal welches Projekt im LS19 kommt, egal welche Map es sein wird, egal von welchem Modder, von welcher Community, was auch immer, sobald ich ein Projekt habe, was wieder längerfristig geht und sobald ich die Briefkästen wieder habe, werde ich den Support, den ich meinen Kanalmitgliedern bis jetzt gegeben habe, werde ich dann auch fortsetzen. Ne? Also jedes Kanalmitglied, wenn du gerade neu bist und das Video hier vielleicht als erste schaust, anstatt die 395 davor, meine Kanalmitglieder bekommen als Dankeschön im Moment einen Briefkasten von mir gestellt. Bei einem Haus, was sie sich aussuchen können, das gibt es jeden Dienstag im Stadtmach-Stream. Und das wird im 19er auch fortgesetzt. Ich werde es wahrscheinlich nicht gerne auf der ersten Map, weil die werde ich ja nur so lange spielen, bis wirklich was Vernünftiges kommt. Und dementsprechend werde ich das dann wahrscheinlich auf der zweiten oder dritten Map machen, je nachdem, ne, welches Projekt dann längerfristig geht. Und da werdet ihr natürlich als Nachbarn auch wieder einziehen. Und HP, dich nehme ich von vornherein schon mal mit. Du kannst dich im LS19 schon mal drauf einstellen, auf die erste, von Anfang an. Du ziehst einfach immer mit. Du bleibst einfach immer dabei und ziehst mit. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Das haben wir, dann kann ich den da reinfahren. Der ist, boah, 200, immer noch 200.000 Liter. Junge, 500 Milchvieh ist eine Menge. Aber gut, dass wir es haben, sonst hätten wir jetzt gar nichts zu tun. So, ich fahre den mal. Achso, da war noch ein bisschen was drin, genau. Ihr könnt euch aber, ne, als Kanalmitglieder schon mal drauf einstellen. Es wird für euch in naher Zukunft noch mehr geben. Ne, also im Moment gibt es ja leider nur den Briefkasten, weil ich im Moment noch nicht wirklich dazu gekommen bin, irgendwas in Richtung der Kanalmitglieder zu unternehmen. Das Ganze wird sich aber in Zukunft ändern. Ich habe ja schon mal mit Doro ein bisschen darüber gesprochen, was wir machen können, was vielleicht cool wäre, was wir vielleicht anbringen können. Wird natürlich dann noch separat was geben, sobald das alles spruchreif ist. Aber ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, dass wir auf jeden Fall mehr Support für die Kanalmitglieder geben werden. Ne, vielleicht auch mal mit einer kleinen Preview oder mit einem kleinen
separaten Video oder vielleicht mal mit einem Stream nur für die, wo wir uns mit euch unterhalten, mit euch Kanalmitgliedern. Ne, also da wird es sowas geben. Und an der Stelle nochmal der Hinweis, wer eine Kanalmitgliedschaft abschließen möchte, kann das sehr, sehr gerne tun. Einfach auf die Startseite von meinem Kanal gehen. Dort könnt ihr, oder gibt es den Button Mitglied werden und darüber könnt ihr Mitglied auf meinem Kanal werden. Das nur mal als kleine Werbung in eigener Sache. So, kein Muss, kein Pflicht natürlich, kein Zwang. Ihr wisst das alles freiwillig, nur wer kann und möchte. Ne, wer sich mit dem Kanal identifiziert, der darf eine Kanalmitgliedschaft sehr, sehr gerne abschließen. Wer das nicht tut, der soll bitte auch keine Kanalmitgliedschaft abschließen. Ihr habt dadurch jetzt keinen Vorteil, dass ich euch jetzt jeden Monat treffe oder sonst was. Nur am Rande. So, jetzt werde ich aber mal, hier ist er jetzt, also gut wie. Oh. Dieser Milchtank ist ja cool, ne? Ist auch cool, dass da so viel drin ist, aber... Achso, ihr sagtet ja von wegen... Können wir mal kurz testen. Nee? Funktioniert leider nicht, dass er mehr auffüllt, wenn man Gas gibt. Oha. Das darf man aber auch nicht zu oft machen. Aber, na, ja, ein bisschen noch. Ich werde den Rest natürlich dann außerhalb der Folge verkaufen. Ist klar, das ist noch zweimal fahren. Dann werde ich springen. Weil ihr wisst ja, morgen Nachmittag, ne, ich habe es ja gerade schon gesagt, dienstags ist Stadtbach-Streamtag. Das heißt, ich kann euch jetzt schon mal sagen, morgen Nachmittag, wenn nichts dazwischen kommt, ab 14 Uhr Stadtbach-Stream bis 16 Uhr, 2 Stunden, wie immer. Ich hoffe pünktlich. Und ich hoffe, dass ihr natürlich auch alle dabei seid, weil, sind wir mal ehrlich, wir haben jetzt den 5. November. Das heißt, wir haben morgen am 6. nochmal einen Stream. Wir haben 7 Tage später am 11. nochmal einen Stream. Und dann 7 Tage später wäre ja der 18. Das heißt, wir haben 2 Tage, bevor der 19er kommt. Entweder haben wir da den letzten Stappenbach-Stream, wenn alles gut verläuft. Ne, ihr wisst ja nicht, es kann ja immer mal sein, dass irgendwas dazwischen kommt. Aber wenn, dann haben wir noch 3 Streams, 3 Livestreams von der Stappenbach. Und halt die Folgen logischerweise, klar, natürlich. Ich sage jetzt, Stappenbach wird bis zum Release des LS19 wird Stappenbach kommen. Egal, was noch mit dem 19er passieren sollte, ob es da noch irgendwas gibt oder sonst was, egal was passiert, die Stappenbach wird bis zum 20. November laufen. Ne, vielleicht werde ich auch einen vernünftigen Abschluss reinmachen über 1-2 Folgen, wo wir vielleicht hier auch alles verkaufen, wo wir das hier alles komplett aufgeben. Mal gucken. Ne, also wirklich, die Stappenbach wird einen würdigen Abschluss finden. Das ist Fakt. Dafür ist mir das Projekt einfach zu sehr ans Herz gewachsen in der ganzen Zeit. Ich meine, ich spiele das jetzt über 1 Jahr täglich. Aber jetzt fahre ich hier schon wieder hin. Verdammt mich. Und dementsprechend werde ich diesem Projekt auch einen würdigen Abschluss geben. Definitiv. Das sei schon mal für euch versichert, für alle, die fragen. Das Ostalgie-Projekt wird jetzt erstmal nicht mehr kommen. Ich denke mal, das wird im LS17 auch nicht mehr kommen. Ich denke, das Thema Ostalgie ist durch. Dafür ist ja jetzt Farmers Dynasty wieder da. Da habt ihr ja mit großer Mehrheit gesagt, ihr wollt Farmers Dynasty sehen. Gibt es dann natürlich auch. Und Sibbers Husum, klar, läuft. Auch bis zum Ende mit meinem Schatz zusammen natürlich. Und die anderen Spiele sind ja alle nicht. Ne? The Forest, klar. Solange wie wir Bock haben. Vielleicht sogar mit euch nochmal. Im Hardcore-Modus. Mal gucken. Man weiß es noch nicht. Wir sind noch am Überlegen. Und vielleicht gibt es ja im 19er dann später mal noch ein Zusatzprojekt. Ne? Ich denke da so an die Youngtimer-Geschichte und vielleicht modern und einmal Youngtimer oder sowas. Oder vielleicht dann noch, je nachdem. Wer weiß, wie schnell da irgendwelche guten Sachen kommen. Bin mal gespannt, was es da für Mods gibt. Ich bin schon richtig gehypt, also an die Modder, die zuschauen, ich bin richtig gehypt auf eure Arbeit, was ihr bringt. Ganz ehrlich. Modder, Mapper, ich habe so Bock, mittlerweile den LS19 zu spielen und mir die Sachen da anzuschauen. Na? Hallo? Dass ich selber schon teilweise aufpassen muss, dass ich nicht zu gehypt bin. So, wir können noch mal, während der hier abtankt... Oh, wir müssen dringend... Ich muss gleich unbedingt mal, sobald das leer ist, werde ich... Oder das Kamerateam weg ist, werde ich mal den Tag ruhig angehen lassen. Für so viel haben wir ja nicht mehr zu tun. Ich will da mein Gras.
Das geht nicht. Ich will an mein Gras. So, ich lauf noch mal. Ich lauf noch mal rüber. Komm, wir machen das Ganze mal zu einem würdigen Abschluss hier. Ich will das einmal klarstellen mit dem Grab. Da laufen wir jetzt noch mal hin. Das war gestern ja alles so ein bisschen komisch. Ist Ralf eigentlich noch? Ralf? Hallo? Ist auch nicht zu Hause. Schade. Ich dachte, Ralf wäre noch da. Hätte mal ganz kurz hier. Der wartet nämlich auch drauf, dass er seine Biergartensaison wieder öffnen kann. 9 Grad, so langsam hat er Bock, sagt er. Aber im Moment seht ihr das ja selbst. Es ist nur Schnee, es ist nur eingeschneit. Geht im Moment noch nichts. So, ich laufe mal. Ich laufe noch mal kurz rüber. Wir gehen gleich wieder zurück, wir fahren gleich weiter. Ich will das nur mal kurz klarstellen. Visuell. So, an dem standen wir gestern und es war das hier. Na, das war der letzte. Nein, das war das Grab. Deswegen an der Stelle hier nochmal die Würdigung. So. Nur damit das Ganze zu einem offiziellen Ende kommt. Und wir werden mit der Milch noch über 1 Million Euro haben. Ich weiß gar nicht, was ich mit den ganzen Kohle in-game noch machen soll. Ich brauche nichts mehr. Wir sparen die. Wir können das ja so machen, wie jemand anders das mal gemacht hat und einfach damit auf die nächste Karte schon mal umziehen. Dass wir uns gleich schon mal den ganzen Hof voll kaufen können. Nein, natürlich nicht. Ihr wisst, ich bin kein Freund davon, Geld irgendwie in irgendeiner Form mitzunehmen. Boah, sag mal. Ich habe das Gefühl, der LKW-Tank lief schneller, oder? Irgendwie habe ich das Gefühl, der LKW-Tank lief schneller. Naja, egal. Jetzt stehen wir hier und singen. Ich würde euch ja jetzt gern was vortanzen, aber ich bin kein guter Tänzer und ich habe auch hier nicht den Platz drin. Dementsprechend lasse ich das einfach. Ne? Sicher, außerdem wird das auch keiner von euch sehen. Geschweige denn mein Singen hören. So geht es mir übrigens schon die ganze Zeit. Ne? Deswegen habe ich mir beschlossen, ich mache noch eine Folge damit. Dann konnte ich euch nämlich noch ein bisschen voll quatschen, weil das mit dem Milchverkauf, das geht mir schon die ganze Zeit so. Kannst schon eine Stunde gefühlt spielen, aber kannst eine Stunde lang fast nichts machen, weil du halt gefühlte 20 Minuten damit zubringst, zu warten, bis der Tank leer ist. Aber wir haben schon über 900.000 Euro, also immerhin. Bin mal gespannt, aber wie gesagt, wir werden das alles dann verkaufen, zum Ende hin. Und dann mal schauen, was dann unterm Strich dabei rauskommt, was wir verdient haben. Wir haben ja auch noch die Sojabohnen, die 170.000 Liter, die könnten wir theoretisch demnächst auch mal verkaufen. Aber ich hoffe, dass wir noch, vielleicht so bis zum Sommer hin, das wäre schön. Stadtbach im Sommer abschließen wäre eigentlich cool. Wobei, wir haben ja schon Frühlingsmitte, der Sommer ist ja schon fast da. Vielleicht schauen wir sogar noch ein bisschen die Ernte. Wer weiß. Cool wär's. Aber jetzt komm. Wisst ihr, jetzt stehen wir hier. Und jetzt ist die Folge demnächst zu Ende. Und wir haben zwei Fuhren Milch haben wir verkauft. Ist unglaublich. Kann schon mal hier. So. Egal. Liebe Lüt, wisst ihr was? Ich werde den Rest mal manuell jetzt im Nachhinein noch verkaufen. Ich würde sagen, das soll es für euch gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, die Folge hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wenn ihr euch das Video anschaut und sagt, bis zum nächsten Mal.